been walking these soulless streets long enough now to see some broken dreams, but I still got a little faith and a reason to believe. So pack your things and come along for the ride. It's just up the road down the Miracle Mile. We can dance with Lady Luck and baby the Joker's wild. My body's still shaking from this heat. It's the same old story about brother, you're aching it in. Oh, you're just fading out. I'll be spinning the wheel and rolling the dice. If I hit it once, I'm gonna let it ride, cause there's no use in turning back. Honey, the time is ihr könnt mit mir alles machen, weil ich ein kleiner Fisch bin. Ihr wollt mir mein Geschäft wegnehmen. Das könnt ihr mir nicht antun. Oh Mann, ist das ein Wahnsinn. Sieht wie das Plaza Hotel aus. Mensch, da hatten wir eine Menge Spaß. Weiß ich nicht mehr. Lauf nicht weg, ich besorge im Casino nur ein bisschen Kleingeld. Ich bin gleich wieder da. Jemand? Meine Mutter glaubt das jedenfalls. In Vegas tragen nur zwei Sorten Männer Anzüge, und zwar Croupiers und Profispieler. Ach ja? Scheiße. Trotzdem, Sie haben ein Händchen dafür. Oh Mann, das ist jetzt aufregend. Ich glaube, du wolltest im Auto warten, Ray. Ein Auto ist nicht viel größer als meine Zelle. Übrigens, warum hat das so lange gedauert? Ich nehme das. Jetzt habe ich das Geld. Wir können verschwinden. Du kannst hier gehen. Ich habe zu tun. Warten Aber ich muss... Du hast den Jackpot gewonnen. Sieh dir das an. Ach, große Scheiße. Rom, Spanien, Madrid oder Bangkok oder nach Hongkong. Das soll immer noch schön sein. Ray. Oder ein Lamborghini. Weißt du noch, was du mich vorhin gefragt hast? Vorhin? Wieso vorhin? Ob ich jemand anderen hätte. Verschwinde durch den Dienstboteneingang, damit ich der Polizei nicht in die Arme laufe. Geh schon! Ray, du hast meine Briefe alle gelesen. Und du sagst kein Wort dazu? Du sollst meinen Scheck holen. Sag unseren Mitarbeitern, es soll weitergespielt werden, aber ich will den Eingang geschlossen haben, so lange, bis die Polizei hier ist. Wird erledigt. Und ich möchte auf dem Laufenden gehalten werden. Alles klar. Was wollen die verfluchten Bullen denn hier? Oh. Und der Tag hat so gut angefangen.
Ich bin entlassen worden. Hab den Jackpot geknackt. Und ich habe meine Frau gesehen. Verfluchte Kacke! No! Wir schaffen das! Wir schaffen das! Was machst du denn, Mann? Du musst nach links fahren! Ich weiß, was ich tue! Halt's Maul! Alle Zivilisten überprüfen. Wer sich ausweisen kann, darf gehen. Alle anderen bleiben hier. Charles Atlas, er ist der Besitzer. Besorgen Sie mir einen Plan des gesamten Gebäudes. Jetzt sitzt er in der Falle. Du nimmst diese Seite. Alles klar, geh kein Risiko ein. Keine Sorge. Hey, sind wir eigentlich krankenversichert? Der Metzger ist unterwegs. Der was? Nein, nein, nicht der was, der wer. Tony Borghesi, der Metzger, so nennen Sie diesen Mann jetzt. Man wird Borghesi nicht los. Er wird dich los. Guten Morgen, Sir. Ich bin sehr unzufrieden. Ja, Sir, ich weiß. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Flug. Ach, da ist Charlie. Ich werde nachsehen, ob die Suiten bereit sind. Probleme? Naja, wir sind überrumpelt worden, Tony. Das kam ein bisschen unerwartet. Hier, haltet ihn auf! Lass uns sicher kommen! Haltet ihn auf! Wer sind die beiden denn? Du musst bezahlen, um auszusteigen. Du hast 11 Millionen von meinem Geld, Raymond. Ich will mein Geld wieder haben, Raymond. Eine Frau, die nichts kostet, gibt es hier nicht. Gib mir mein Geld. Gib mir dein Geld. Thank you.
sofort mein Geld zurück. Ich will mein Geld. War das eine Nervensäge? Runtersehen. Du, steig ein, vertrau mir, ich liebe dich. Steig ein oder ich blaste dein verdammtes Gehirn weg. Sei vorsichtig. Alles klar. Wir sind in Sicherheit. Abwärts. Ich hab doch gesagt, wir machen wunderschöne Reisen. Wo bekommt man schon so eine schöne Aussicht geboten, ne? Alles klar? Du bist verrückt. Es gibt ein Problem, wenn man ganz oben ist. Kennst du das? Da ist nur Platz für einen. Du hast noch mehr Probleme, Edgar. Da ging er hin. Also, wo ist es? In meinem Kofferraum. Im Kofferraum? Mein Auto hat einen. Das steht am Casino. Da haben wir es geparkt, Ray. Da, wo dieser Armleuchter Dienst tut? Ja, was hast du denn? Scheiße. Dann mal los.